Willkommen zurück zu Far Cry 3 zum vielleicht letzten Part. Man weiß es noch nicht. Wir sollen auf jeden Fall jetzt Good Old Hoyt aufsuchen und ein bisschen Poker spielen. Na du, ich klau mal eben die Sachen aus der Kiste hier. Ich habe mich eben auch schon mit... gut, dass wir nochmal drüber gesprochen haben. Ich weiß, ich soll den Scheiß eigentlich nicht kaufen. Ich kann ja auch, obwohl ich habe nichts mehr im Inventar. Ich habe jetzt auch keinen Bock mehr, Glühmchen zu sammeln. Deshalb werde ich jetzt einfach hier Medizin kaufen. Ich weiß, doofi doof, bösi bös, aber dann habe ich jetzt wenigstens ein wenig, interagieren, ach da. Dann habe ich jetzt wenigstens ein paar Medipacks dabei, weil ich kann mich so richtig wirklich gar nicht mehr an das Ende erinnern. Auf jeden Fall sollen wir Poker spielen jetzt. Das weiß ich wohl. Also, auf geht's. Ich hoffe, die Folge wird auch ein wenig unchaotischer als die letzte. Die letzte Folge war ja wirklich mein persönliches... Ja, wie soll ich sagen? Mein persönlicher Abgesang. Da ging es mir echt teilweise richtig scheiße. Aber jetzt bin ich wieder fit. Ach, und ausgeruht. Also, hi Sam. Okay, mein Freund. Bist du bereit dafür? Oder brauchst du mehr Zeit? Wenn wir das erstmal anfangen, führt kein Weg zurück. Ach ja, der Zugang zur Insel, zu Aufgaben und Aktivitäten wird ab diesem Punkt eingeschränkt. Eieiei, wir gehen hart aufs Ende zu. Ich habe ein Messer in meinem Stiefel. Du musst ihn ablenken, wenn ich geben sage. Okay, verstanden. Ja, willkommen Jungs, kommt rein, kommt rein. Setzt euch doch. Southcott Hold'em okay für euch? Ja? Kann ich euch was anbieten? Etwas zu essen? Eine Nuss vielleicht? Nein. Lass ein Spiel. Poker. Frag einen Penner auf der Straße und er sagt dir, es ist ein Glücksspiel. Oder? Frag Sammy und er sagt, es geht ums Bluffen. Stimmt's, Sam? Ja. Ja. Aber stimmt doch, oder? Es geht darum zu spielen, bis die Bank gewinnt. Wo das herkam, da ist noch mehr. Ich calle. Oh Gott, jetzt kommt das schon wieder. Da war ich doch sonst auch schon immer so gut. Calle. So. Mal ein bisschen abcallen hier. Race. Ich geh mit. Ich calle. Ich checke. Das sieht doch, ich glaube, das sieht gut aus bei mir, oder? Na komm. Check. Checke. Check. Ich check mal. Ich erhöhe. Ich calle. Calle. Sam! Sorry. Ausregeln. Sieh dir das an. Wir haben dieselben Karten. So, erhöhen wir mal die Einsätze, oder? Foster? Jason Brody? Wie auch immer du heißt, ich hab's vergessen. Für wie dumm hältst du mich denn? Wir spielen weiter. Dealer sitzt links, oder? Diese Runde setzt er aus.
Also, ich beobachtete dein Treffen mit Riley. Hab sogar ein bisschen geweint. Passiert mir nur selten. Ich gebe zu, ich hab dich unterschätzt. Folterst den eigenen Bruder und zerstörst meine halbe Organisation. Aber die Kugel fällt, wohin sie will, hm? Ich vergebe dir. Also, nenn deinen Preis. Jeder hat einen. Hm? Ihr seid Marionetten und wir ziehen die Fäden. Das System ist gemacht, um so zu funktionieren. Scheiß aufs System. Weißt du was, Jason? Ich gehe es langsam mit dir an. Du bist ein Familienmensch. Einen Finger für jede Niederlage. Ich glaube, ich beginne mit dem Ringfinger. Aua. Ach, Jason, nun werden wir nie heiraten. Wir hätten Partner sein können. Jeder Mord hätte dir viel Geld eingebracht. Fick dich! Das macht mir keinen Spaß. Wirklich nicht. Ich brauche keine 10 Finger für ein Messer. Ich mach das schon seit vor deiner Geburt, Junge. Komm doch her, alter Sack! Ich bin wirklich schwer enttäuscht von dir, Jason. Du hast gar nicht nach deinem Bruder gefragt, Riley. Wo ist er? Keine Sorge. Ich habe ihn an jemand ganz Besonderen verkauft im Jemen. Er mag sie jung. Ich werde dich töten. Ich habe mächtige Freunde, die dich jagen werden. Sie werden von dir keine Spur mehr finden. Du gewinnst nicht. Ich halte alle Trümpfe. Warum hast du dann Angst? Dein Bruder ist auf dem Flugfeld. Den Flug willst du nicht verpassen. Der wird Verspätung haben. Tja, und Schüssi heute. Meine Herren, was so alles passiert, wenn man mal kurz ausklingt. Schon hast du wieder eine Riesensauerei im Wohnzimmer. Mann, 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 wer soll das denn alles aufräumen? Huh. Au! Ich muss zum Flugfeld, sofort! Ich muss zum Flugfeld. Ach, wie schön. Mit Zeit. Okay. Weißt du was? Scheiß drauf. Los! Run, run, run! Run. Aber warte mal. Die Zeit muss sein. Wir haben noch ein paar Fähigkeitspunkte. Jede Menge. Wir wären ja schön doof, wenn wir die nicht nochmal eben hier verteilen. So, insbesondere hier. Ach, fuck. Ich habe die Voraussetzungen nicht erfüllt. Na egal, komm, dann schalten wir alles frei, was jetzt noch geht.
weg ist es ja nicht. Diese Sachen hätte ich natürlich jetzt auch noch freischalten können, wenn ich die eine oder andere Aufgabe zusätzlich gemacht hätte. Aber drauf geschissen, so haben wir alles, was geht. Ich habe gerade übrigens auch ein Medipack verschwendet. Ach, verdammt mich nochmal. Los, run. Ich wollte nämlich eben eigentlich nur das Feuer an ihr löschen. Und habe dabei ein Medipack benutzt. Naja, was soll's. Mir auf jeden Fall gedacht, da, noch rumballern, das hätte eh nichts gebracht. Ich hoffe, ich finde jetzt den Weg auf Anhieb. Ich habe hier, ich habe ja immer so leichte Wegfindungsstörungen und ich habe kaum noch Medipads, beziehungsweise keine. So ein Scheiß! Alter, was geht ab? Ist es ja schon. Sei da, Riley. Okay, ich hoffe, wir müssen dahin. Mein Auto dampft, mein Körper auch. Scheiße, das brauche ich jetzt echt nicht. Okay, ich glaube, aussteigen ist die beste Alternative. Ach, Kacke, Alter. Ich erinnere mich hier dran. Das war echt gar nicht mal so einfach. Ich häng fest. Nein. Ich sterbe. Gott. Hey, wo ist Riley Brody? Wo ist der? Der war doch hier in diesem Haus hier, oder? Nee. Los, puppel dir das da raus. Ein bisschen schneller, wenn es geht. Ich weiß, dass der hier hinten irgendwo in so einem Haus drin war. Meine in dem da. Hey, ich bin hier. Riley muss in einem dieser Gebäude sein. Okay, auf nach oben. Hier geht's nicht runter. Na, da ganz nach oben macht auch wenig Sinn. Oh! Alter, wo kommst du her? Riley muss in einem dieser Gebäude sein. Hilfe! Schnell nochmal weiter heilen. Ah, aber guck mal, die, die Zeitbegrenzung, die ist schon mal weg. Das ist ja schon mal nett. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das Sinn macht, die Typen hier alle zu killen. Ich denke mal ja. Und da wir ja eh jetzt endlos Zeit haben, mache ich das einfach auch mal eben. Eieiei, ich hoffe, meine Munition reicht aus. Und da muss ich gleich noch den ollen Hubi da abschießen. Das wird noch ein Spaß. Hallo. So, die beiden sind weg. Jesus Christus. Riley, ich hol dich gleich. Sobald hier Ruhe im Karton ist. Ja. Schrei nicht so rum. Ich hab's auch nicht leicht, Riley. Ich hab's auch nicht leicht. Schnell wieder rein. Oh mein Gott. Mal eben heilen. Los, komm. Sicher ist sicher. Ist der im Gebäude drin, der Typ da? Oder auf dem Gebäude ist der wohl? Nee, das ist der Hubschrauber. Alles klar. Hab ich irgendwas dabei, um einen Hubschrauber vom Himmel zu holen? Nicht wirklich. Mit Pfeil und Bogen wird das nichts. Oh, warte mal. Wer sieht mich da? Da ist noch einer. Okay. Oh mein Gott, warte. Mein Gott, jetzt hör mal auf zu schreien da. So, der ist weg. Wo ist der Hubi? Von wo aus wird noch überall geschossen? Da. Nacht. So, Raketen. Ah, ich wollte gerade sagen, Raketenwerfer wäre nett. Okay, durchs Gitter schießen ist nicht. Ah, verfehlt. Eieiei. Ist der jetzt weg? Ja. Okay. Ich werde jetzt einfach mal
Ja, ich komme ja schon. Herrgott nochmal. So. Ich hole ihn mal einfach raus. Nicht, dass gleich noch Welle um Welle an Gegner kommt. Oder vielleicht ist hier ja jetzt auch schon Schluss. So. Ja, da kommen nämlich schon die nächsten Gegner. Habe ich es mir doch fast gedacht. Oh mein Gott. Okay, Mr. Flammenwerfer, der dampft schon hart, der müsste doch eigentlich jetzt weg sein. Ja. Mein Gott, da haben gerade Leute abonniert. Das habe ich vergessen, beim Discord, beim OBS auszuschalten. So, Riley, komm. Come on, come on, come on. Hier ist gerade Ruhe. Mann, schrei nicht rum, Riley. Wir müssen weg. Holy shit. Okay. Okay, ich glaube, jetzt ist Zeit für ein wenig Moorhuhn-Action. Yes. Oh Gott. Irgendwo habe ich einen Raketenwerfer. Yes. Der Flug der Walküren. Das lobe ich mir. Los, komm hoch, Mann. Zieh das Ding hoch, um Gottes Willen, ey. Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern, dass diese Mucke am Ende kam, ey. Wie witzig. So, starte durch. Auf geht's, Riley. Go, go. Wir sterben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Benutze die Macht. Oh, danke, willst du mal versuchen? Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Oh mein Gott, ey. Ich glaube, so langsam schnall ich's. Alles okay? Yeah, ja, komm. Lass uns alles killen hier. Alles wegrasieren. Oh Gott. Ja! Tod und Verderben! Ah! Herrlich. Herrlich. Der da muss auch weg. Alle müssen dran glauben. So. Bam! Die ganze Insel machen wir kaputt. Jawohl. So. Hier bleibt kein Stein auf den anderen, wenn ich mit euch fertig bin. Oh mein Gott. Wer schießt denn noch? Da ist noch was. So. Aua. So, Riley, jetzt können wir aber auch langsam fliegen. Fahren. Einfach weg hier. Oh mein Gott. Ich dachte, wir wären fertig. Aber nein! Da wollen immer noch ein paar meine Kugeln fressen. Wer schießt denn hier noch? Ich sehe sie nicht. Bip, bip, babab, bip, mehrere Probleme. Einmal das. Und... da haben wir auch noch ein paar Problemchen. Klein- bis mittelgroße Probleme. Ja! Will der nicht abstürzen, der Heli da? Wer schießt denn da noch auf mich? Das gibt's doch gar nicht. Verdammt, der Helikopter hier ist fast im Arsch. Da hinten ist irgendeiner und ich sehe ihn nicht.
Bam. So, weg. Einfach nur weg. Der hat es so geschafft. Du machst das wie ein Profi. Der liegt wohl an den Genen. Weiter in diese Richtung. Die anderen warten auf uns. Okay, alles klar, ich kann das. Ja, ja, okay. Oh, oh, das ist so cool. Au. Warte hier. Oh, Problem. Problem. Was ist passiert? Lisa, Dave. Scheiße. Jason. Wo sind sie? Wo sind meine Freunde? Ich konnte die Krieger nicht aufhalten. Es tut mir leid. Sie brachten ihre Freunde zum sofort zum Tempel. Dass sie den armen Doktor killen mussten, das finde ich nicht Riley, in Ordnung. Wir müssen los, jetzt. Finde ich gar nicht in Ordnung. Bleib in der Nähe, Riley. So, es sind schwere Entscheidungen zu treffen. Daran kann ich mich auch tatsächlich noch erinnern. Also ich kann schon mal vorwegnehmen, dass ich mich bei meinem ersten Durchspieldurchgang damals für Citra entschieden habe. Deshalb werde ich mich dieses Mal für die andere Seite entscheiden. Citra, was hast du mit meinen Freunden gemacht? Wie schön, dass du siegreich zurückkehrst. Hey! Wo bringen sie ihn hin? Ich helfe dir. Sieh dich an. Groß, stark, mächtig. Warum wieder das sein, was du einst warst? Nun bist du perfekt. Das ist meine Schuld. Ich ließ dich leben mit dieser Last. Der Pfad reinigte dich, doch die Läuterung ist nicht vollendet. Das ist falsch. Tu das nicht. Ich liebe dich, Jason. Aber du lässt mich dir nicht all meine Liebe geben. Ich weiß, wie schwer es sein muss. Es verletzt mich, deinen Schmerz zu sehen. Citra. Ich will dir nur helfen. Dich dafür lieben, wer du bist. Den Mann anbeten, der du geworden bist. Es wird alles bald vorbei sein. Ich bringe dich auf das Podium. Und dort wirst du von deiner Vergangenheit befreien. Und dann gehöre ich dir. Citra. Folge dem Pfad des Kriegers. Nur die Stärksten überleben. Mit den Rakhir bist du machtvoll. So wie die, die vor dir kamen.
Waffen töten Menschen, sie bringen sie nicht wieder zurück. Nisha? Ein großer Tiger! Was hast du sicher in den Rücken geschossen? Mächtiger Krieger, du bekommst das letzte Tatar. Sie fallen alle vor dir auf die Knie. Und du bist bis an die Zähne bewaffnet und voller merkwürdiger Tattoos. Du glaubst, du bist ein Krieger wegen all diesen Tattoos auf deinem Arm? Ich nehme sie dir, Jason! Ich bin dein, wie wir alle. Diese Insel gehört... Du lebst in einer Fantasiewelt! Ich werde das alles außer dir! Vollende den Pfad, sonst wird all dein Fortschritt, dein Tatao, alles, was du auf dieser Insel getan hast, verschwinden. Du bist bereit, Krieger. Hier ist deine Klinge. Sein, kein Held. Deine Freunde werden gehen. Kinder bekommen und langweilige Leben leben. Bleib hier. Der Dschungel wird immer für dich da sein. Und du wirst immer König sein. Sind sie tot, musst du nie wieder fort von hier. Die Gewalt ist vorbei. Ich bin fertig. Kein Blut mehr. Jason, sieh mich an. Bleib bei mir! Du brauchst keinen von denen! Du bist auch alleine mächtig! Jason, ich liebe dich! Jason! Was ist los mit dir? Citra hat mich erlöst! Uns alle erlöst! Und du willst ihre Liebe nicht... Ah! Verlass mich nicht. Verzeih mir. Was habe ich getan? Was habe ich getan? Citra, bitte. Verlass mich nicht, bitte. Citra, es tut mir leid. Citra, bitte verlass mich noch zurück. Ich bin ein Monster. Ich spüre die Wut in mir. Aber irgendwo in mir drin bin ich mehr als das. Besser als das. Das war's im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, vielen Dank, dass ihr mich auf dieser Wahnsinnsreise begleitet habt. Ich hätte am Anfang, als ich dieses Angespielt-Video zu Far Cry 3 gemacht habe, nie gedacht, dass das überhaupt so viele Leute interessiert. Es wurden zwar zum Ende immer weniger, aber ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, ne, die treue Zuseherschaft, die war ja immer am Start und euch gilt da mein ganz besonderer Dank. Auch nochmal, dass ich dadurch ja diese Perle hier nochmal gespielt habe, jetzt auch mal das andere Ende gesehen habe. Ganz großartig. Also danke, danke, danke von meiner Seite aus. Ja, das war's jetzt auch erstmal mit Let's Play hier auf diesem Kanal. Ich weiß nämlich zurzeit gar nicht, was ich als nächstes vielleicht spielen soll, Let's Play technisch. Wenn ihr eine Idee habt, dann haut das gerne in die Kommentare rein. Ich werde mir das durchlesen und werde da mal überlegen, ob ich vielleicht da noch irgendwas auspacken kann. Vielleicht kommt ja demnächst irgendein Spiel auf den Markt, das ihr hier gerne sehen wollt. Dann können wir ja mal schauen. So, in diesem Sinne, danke für den ganzen Support. Danke für die vielen, vielen, vielen Kommentare, die diese Serie bekommen hat. Für die vielen Daumen, die Serie bekommen hat. Und die vielen Views. Wahnsinn. Echt Wahnsinn. Überhaupt, dass der Kanal irgendwann mal so groß wird. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. So was soll ich noch großartig sagen. In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Reingehauen.